Hallo, mein Name ist Mirella Thais und ich bin ein Mitglied vom European Artistic Team von Trinity Haircare. Heute habe ich einen Übungskopf koloriert und ich möchte euch ganz gerne zeigen, wie ich das gemacht habe und wie das Endresultat aussieht. Ich habe das Ganze aufgezeichnet, ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Die Grundfarbe, die ist 80, 83 und 844 von Vogue the Trinity. Ich habe das 1:2 mit 3% gemischt. Zuerst habe ich den Ansatz gefärbt und dann habe ich hier diese Abteilung gemacht. Das, was weiß ist, das ist auch die Grundfarbe. Links und rechts seht ihr zwei symmetrische Formen. Die habe ich mit 904 und 906 koloriert. Dann habe ich hier im Nacken weitergemacht und zwar habe ich vier Abteilungen auch wieder mit 904 und 906. An den Seiten habe ich lediglich ein Dreieck abgeteilt, dieses in zwei Hälften aufgeteilt und auch hier wieder dieselben Farben verwendet. Das Endresultat, das sieht so aus. Dieser Übungskopf war platinblond. Natürlich würde das Resultat anders aussehen, wenn ihr einen dunkleren Übungskopf verwendet. Ich drehe mal das Ganze zur Seite, dass ihr das Resultat sehen könnt. Ich habe diesen Puppenkopf am Nachmittag koloriert und habe dann ein Foto gemacht. Eines von drinnen und eins von draußen vom Garten mit Sonnenlicht. Ich werde die gleich hinzufügen, damit ihr den Unterschied sehen könnt, was denn das Licht wirklich für einen Einfluss hat auf die Farbe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und bleibt positiv. Tschüss!